Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier für dich einen dicken, fetten DM und Rossmann Hall. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal so ein bisschen hier so durchzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier ist allerhand Gebämsel dabei, Haushalt, Beauty, Baby, Deko, dies, das, Ananas und das sind insgesamt 3 oder sogar 4 Einkäufe. Ne, es müssten 3 sein. Nein, 4. 4, denn ich habe hier noch so eine kleine Kiste von, bei Essence habe ich auch ein bisschen was bestellt, das wollte ich euch auch zeigen. Und wir starten mal mit den DM-Sachen. Da habe ich zuallererst 2-mal die Klobürsten gekauft, die WC-Garnitur von Profissimo mit Randreiniger. Mhm. Und ja, wir haben eine Toilette unten, also ein normales Badezimmer und ein Gästeklo. Und da habe ich mir gedacht, gönnen wir diesen beiden Toiletten einfach mal wieder eine neue WC-Garnitur. Ist nicht verkehrt. Sollte man ja ab und an mal wechseln. Klar, kannst du ja auch immer reinigen und so, aber gerade die WC-Garnitur bei unserem normalen Klo ist jetzt letztes Mal, als ich die verwendet habe, etwas auseinandergeflogen. Da ist dieses Ding abgebrochen. Du hast ja immer bei dieser WC-Garnitur quasi dieses, ne, wo du normal diese Bürste hast und dann ist da noch so eine Bürste extra dran, womit du unter den Spürrand gehen könntest. Die ist mir abgebrochen und dann hast du ein Problem, wenn du versuchen musst, die nämlich unten aus dem Klo zu fischen. Läuft. Dann habe ich noch ein bisschen, auch Reinigungskram gekauft bei DM. Diese Allzwecktücher feucht. Ja, wir haben natürlich auch einen nassen Lappen und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mal eben anderweitig das zu machen, ne? Aber gerade mit Hund und Kind bist du dann auch mal froh, wenn du irgendwie sowas hast. Und wenn dann irgendwie mal was einfach passiert, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, sich das zu nehmen und dann zu verwenden. Garantiert werden auch viele Fragen, wo hast du deinen Schmuck her, wo hast du dein Oberteil her. Schmuck ist aus dem Piolet Adventskalender, die finde ich auch richtig, richtig schön tatsächlich, ne? Auch die Kette und das ist so ein Oberteil, das kann ich euch in meiner Infobox verlinken, das habe ich bis heute per Amazon bei mir angekommen, denn ich habe nach einem Oberteil gesucht, wo ich mit stillen kann, was aber trotzdem hier oben so ein bisschen mal hochgeschlossener ist. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als wäre ich irgendwie so, weil ich hatte dann immer einen Schal oder so um. Interessiert euch wahrscheinlich auch nicht so sehr, ne? Verlinke ich euch in der Infobox, falls es euch interessiert. Ich habe die Größe L genommen, einfach damit es ein bisschen lockerer sitzt. Ne? Und wir machen weiter mit dem Haul, denn dafür sind wir da. Dann habe ich von Profissimo Staubwedel mit Bezügen gekauft. Ich weiß gar nicht, bei wem ich das gesehen habe im Haul. Ich weiß nicht, ob das Frühlingsrolina war. Die erzählte nämlich, dass das auch möglich ist, halt einfach dort sich die zu kaufen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte so an Action gedacht und bei Action bin ich jetzt irgendwie ewig nicht mehr gewesen. Und ich liebe diese Teile. Ne? Das ist ja quasi ein Dupe zu den Swiffer-Teilen. Richtig cool. So, und jetzt haben wir halt wieder welche da, denn das Swiffer-Teil ist uns kaputt gegangen, was wir in günstig von Action gekauft haben. Dann einmal Handschuhe latexfrei von Profissimo in der Größe Mittel, 60 Stück sind hier drin. Ich habe die schwarze Variante mitgenommen und ja, ne, kann man auch immer wieder gebrauchen, sei es irgendwie für irgendwelche Arbeiten, die man macht, wo man halt einfach Handschuhe tragen möchte, einfach aus Hygienegründen. Oder halt, wenn man renoviert oder so, da hatte mein Freund das auch super gerne verwendet. Da habe ich eigentlich lieber andere Handschuhe, aber ja, genau. Es ist ja auch ein Haushalt, wo ich ja nicht alleine wohne, Gott sei Dank. Dann, das war ganz witzig, da hat mein Freund nämlich jetzt gestern erst nachgesucht bei uns im Abstellraum. Und da habe ich gesagt, ey, das ist da vorne in der Kiste. Ich muss noch den DM-Haul dazu abdrehen. WC-Ente. Da habe ich hier diese Dinger, frische Siegel-Dinger. Genau, diese habe ich einmal hier in der... Warte, was ist denn jetzt hier? Das ist das Nachfüllgedönsen. Das ist das Nachfüllergedöns. Genau, da habe ich hier nämlich einmal die normale Fresh Lime. Geschichte, ne? Und da hast du halt ein so ein Ding und dann diese Kartusche, die du reinmachen kannst. Ja, genau. Und das hier sind die Nachfüller. Ich hatte auch noch davon eigentlich eins gehabt, aber das ist verschollen. Ich weiß nicht, wo ich das hingepackt habe. Dann hätte ich nämlich nur den Nachfüller gebraucht. Da habe ich dann nämlich Floral Moon als Nachfüller gekauft. Ja, kann man gut gebrauchen. Lotus Flower, ja, Mint, Zedernholz. Zu dem Zeitpunkt, wo ich bestellt habe, gab es keine Kosmetiktücher in dem Sinne mehr zu kaufen. Die waren halt, die recycelten, die waren zu dem Zeitpunkt ausverkauft. Mittlerweile sind die wieder drin, weil ob ich jetzt die normalen nehme oder ob ich die recycelten nehme,
ist eigentlich von der Haptik her kein Unterschied. Ich finde die eigentlich auch immer ganz gut, wenn du die irgendwo stehen hast, ne? Weil jetzt ist auch so ein bisschen Erkältungszeit. Wobei wir, ich glaube, auf Holz nicht erkältet sind, aber wir haben tatsächlich ja dieses warm-kalt, warm-kalt und dann läuft die Nase ja trotzdem. Und falls dann mal demnächst was kommen sollte, habe ich mir auch was geholt und zwar von Mivoles. Es ist einmal das Meerwassernasenspray. Das ist dann ja quasi die softe Variante von Nasenspray. Und dann habe ich hier noch das Abschwellende, wenn halt richtig Remi-Demi in der Nase ist. Und ich einfach dieses Ich-möchte-atmen-Gefühl wieder haben möchte, dann ja, haben wir einfach welche. Man soll ja immer, wenn jemand eine Erkältung hatte und ein Nasenspray verwendet hat, das Nasenspray dann nicht aufbewahren bis zur nächsten Erkältungsgeschichte, sondern dann wirklich ein neues holen, weil ansonsten hast du halt immer wieder diese, dass du dich wieder mit dir selber infizierst quasi Geschichte. Deswegen habe ich einfach schon mal prophylaktisch welche geholt und bis Sommer 2024 werden wir die safe brauchen. Dann habe ich noch ein bisschen Deko-Kram geholt. Es ist jetzt gerade, glaube ich, reduziert, aber ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt, wenn das Video online kommt, noch überhaupt im Online-Shop ist. Einmal so ein Wichtel. Ihr seht, ich mag Wichtel. Ich habe unten bei uns auch ganz viele Wichtel stehen. Ich mag einfach Wichtel. Und ja, hier habe ich einfach nochmal einen geholt. Dekorationsartikel. Der ist einfach niedlich, oder? Guck mal seine Füße an. Ah, der ist schon süß. Ja, und der hat eine rote Mütze auf. Ist schon süß. Kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob ich den hier im Hintergrund stehen haben werde. Wobei ich da hinten noch einige Wichtel habe, die ich noch aufstellen werde. Irgendwo wird er auf jeden Fall seinen Platz finden. Ansonsten haben wir auch eine schöne Treppe, wo diese Wichtel auch immer ganz süß aussehen, wenn man die drapiert. Dann habe ich hier noch mitgenommen, das wollte ich aber schon ganz gerne eigentlich schon hier im Hintergrund verwenden. Ja, das ist so eine 16 LED Lichterkette und das ist auch so ein Rosé-Gold. Das mag ich richtig gerne leiden. Ist mit einem Timer auch dabei. Und sowas könnte man theoretisch auch einfach, wenn man es halt so, ne, fancy haben möchte, in so eine Vase machen oder so. Und ich mag halt super gerne, wenn du Batterien schon hast, dass du eine Timer-Funktion dabei hast, weil die dann wirklich automatisch an- und ausgehen. Wobei hier brauche ich keine Timer-Funktion. Ne? Ja, muss ich mal gucken. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig hübsch und ja, fand ich gut. Deswegen habe ich die gekauft. Dann habe ich für Sammy noch was mitgenommen und zwar Wintermomente, 20 Knabberstreifen, Wild und Pansen. Und ja, sowas ist halt einfach für ihn ganz nett, ne? Kann man nicht anders sagen. Pansen mag der super gerne. Wenn wir dran kommen, was jetzt nicht immer so häufig vorkommt, aber wenn wir dran kommen, dann kriegt er halt auch vom Fleischer so einen richtig geilen Pansen und am besten dann auch so richtig ungewaschenen. Das ist tatsächlich auch noch das Allerbeste für Hunde. Und dann aber am besten irgendwie im Sommer oder wenn man den draußen geben kann und dann soll er sich den hart gönnen. Ne? Dann muss er aber auch tatsächlich eine ganze Weile draußen bleiben, weil wenn er dann pupst, dann hast du das Bedürfnis, dein Haus zu renovieren. Ich sag's euch. Ohne Zusatz von Getreide, das finde ich immer gut und ohne Zuckerzusatz. Und ja, das sind halt einfach so Streifen und dann hat er da seinen Spaß dran. Finde ich auch ganz schön, mal für den Bautzen was mitzunehmen. Ja, dekorative Kosmetik habe ich mir auch gekauft. Da habe ich zum einen mir... Oh, ich habe einen Umschlag von... Rostmann, der die ganze Zeit umfällt. Egal. Von Art Deco mir den Glow Highlighter, hier den Highlighter mitgenommen. Das ist ja aus der neuen Edition, ne? Jo. Miracle Glow. Ich finde, Art Deco hat schon schöne Highlighter. Also allein von der Verpackung her, das ist schon schön. Ja. Ne? Guck mal. Ja. Aber sagt teuer, ne? Also für Drogerie ist es ganz schön teuer. Das ist ja mitunter die teuerste Marke, die du so in der Drogerie bekommen kannst. Ist das irgendwie lose hier drin? Das ist auch crazy, ne? Ja, swatchen wir einfach mal. Ist eher dezent unterwegs und sehr glitzerig. Also das ja, man sieht es da nicht so unbedingt, ne? Ja, muss ich dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Mag ich ja gerne sowas, ne? Vor allem, wenn das dann so hübsch auch aussieht von der Verpackung her. Dann hat NYX ja so eine krasse Limited Edition mit Avatar 2 rausgebracht. Ja, was soll ich sagen? Ich habe den ersten Avatar-Film geliebt und ja, würde gerne auch dann demnächst mal den zweiten sehen. Aber bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe mir ziemlich viel aus der LE auch bestellt. Diese Gesichtsfarbe in Blau habe ich jetzt nicht bestellt, weil ich ja nicht so die Ultra SFX... Looks oder sowas mache, das bin ich nicht so, ne? Einmal habe ich mir dieses Medcaina Mist mitgenommen, Facial Mist, 60 ml. Das
das möchte ich auch. Eigentlich, ich glaube, das teste ich mal mit euch zusammen auf Instagram oder so. Dann kann ich es nämlich sehr bald auch mit euch testen. Dann habe ich mitgenommen den Matte Lipstick. Ja. In der Farbe Neytiri. So sieht es aus. Also die dunklere Farbe, den gibt es ja auch noch in dieser ganz krass hellen Farbe. Und ja, meine Nägel sind aktuell nicht lackiert. Aber da habe ich jetzt hier, kann ich auch zwischen einschieben, ne? Trended Up Polar Lights Nail Polish. Polar Lights. Den kann ich heute Abend vielleicht mal drauf machen oder so. Ja, mal gucken. Weil wir waren eben mit Julius beim Osteopathin. Alter Schwede, die hat da also den Jungen auf links gedreht im Sinne von, also nicht bei dem Termin selber, sondern später, eben als ich den gestillt habe, da hat er einen rausgehauen. Ja, der hatte da so ein bisschen was quersitzend, um das mal so zu sagen. Und da hat sie nachgeholfen. Hat echt gut funktioniert. Und in 2 Wochen geht es dann wieder hin. Mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall ein Nagellack, den ich mir dann gönnen werde. Und ja, Julius ist jetzt ein bisschen entspannter drauf. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Gott sei Dank. Da hatten wir jetzt die letzten 1,5 Wochen ein sehr lautes Baby hier, um das mal so zu definieren. Deswegen, also da konnte ich auch nicht so super viel drehen. Deswegen super viel vorgedreht, Gott sei Dank. Und oh, das war lautstärke-technisch echt eine ganz andere Hausnummer. Dann habe ich in der Farbe Coral Reef, also Korallriff, diesen Stick. Ja, Bioloom Sticks. Und der sieht natürlich sehr glitzernd aus, ne? Da habe ich jetzt ein bisschen Schiss, dass es im Gesicht dann auch super glitzerig wird. Ich hoffe mal nicht. Wir gucken mal. Und dann habe ich mir noch die Face Palette mitgenommen. Pandoran Paradise. Achso, die habe ich noch gar nicht. Doch, habe ich wohl aufgemacht. Ich wollte schon sagen. Oder? Nee. Krass. Die habe ich mir noch gar nicht angeguckt, Leute. Crazy. Ich meine, es ist ja auch sinnvoll, dass die hier diese Abklebeviecher machen. Aber die kriegst du halt nicht gut, weil es halt auf Papierbasis ist, ne? Kriegst du die nicht gut hier los. Und dann hast du, wenn du die Palette dann halt so geöffnet hast, du hast sie dann halt dran. Das finde ich echt blöd gemacht. Klar, es ist schön und gut, wenn man halt diese Sachen abgeklebt hat, aber guck mal. Da. Das sieht doch doof aus. Finde ich nicht gut. Nein, finde ich nicht gut. Naja, vor allem, weil das, also diese LE von NYX, die war sündhaft teuer. Das kann man echt nicht anders sagen, ne? Also, gerade in der aktuellen Zeit, so eine LE rauzuhauen, wo du in der Drogerie eine Lidschattenpalette für, ja, fast 40 Euro, 39,95 war das, glaube ich, ne, drin hast, das ist schon harter Tobak. Aber gut, du hast halt eine besondere Form, die Fännchenform ist eine ganz besondere und das ist halt hier dieses, wie nennt sich das denn? Naja, halt, dass es in der Kooperation mit einem Film ist, ne, dann hast du das natürlich so teuer. Hier hatte Maxim dazu gesagt, und ich kann das auch wirklich unterschreiben, dass die Blush-Töne hier drin auch sehr an diese Limited Edition von Essence erinnern. Gerade so ein Orange ist, oder ja, hier so ein Gelb und hier so ein krasser, verrückter Ton. Das ist halt echt nicht normal, sowas in der Drogerie zu finden. Das ist schon sehr speziell, ne? Und Essence hatte ja mal so eine Autumn Collection damit. Und ja, da hast du dann jetzt natürlich ein bisschen speziellere Farben drin. Ach so, von außen habe ich euch das gar nicht so richtig gezeigt, ne? Das sieht so schön aus. So schön. Also die Verpackung ist allein schon richtig, richtig hübsch. Ist natürlich super schwer, das irgendwo dann zu, wobei das kannst du hier aufstellen, ne? Zu verstauen. Und hier die Lidschattenpalette ist natürlich ein Traum. Ich finde es schade, dass sie sich so billig anfühlt. Also, dass sie halt so, ja, auch auf Papierbasis ist, auf Pappbasis und überhaupt nicht irgendwie, weiß ich nicht, bei dem Preis, ne? Wäre eine metallene Lidschattenpalette oder so angebracht. Wenn ich da so dran denke, was man sonst für Lidschattenpaletten in dem Preissegment bekommt, Nabla und so, ne? Ja, aber die Farben hier drin sehen wirklich geil aus. Das ist wirklich wahr. Boah, da sehe ich die jetzt auch das erste Mal, ne? Die war ja offensichtlich noch verklebt. Und die sieht um Längen schöner aus als das, was ich online gesehen habe auf der DM-Homepage. Klar, die Fännchen triggern mich hart. Aber auch dieser Woods Pride, wunderschöner Ton. Oh mein Gott. Also ich glaube, da werde ich meine Freude mit haben. Da sehe ich so viele
fancy Looks drin. Da habe ich echt Bock drauf. Klar, hast du hier nicht diese klassischen Setting-Ton oder Crease-Ton oder sowas. Da muss man schon kreativ sein, wenn man die Palette benutzt. Und das wäre auch irgendwie einfacher für mich, auch so von meiner Augengeschichte her gewesen, wenn man einfach einheitliche Fännchen gehabt hätte, bin ich ehrlich. Ne? Also quasi eckige oder runde und das dann schön symmetrisch geordnet. Mein innerer Monk hätte sich gefreut. Aber hier ist ja wirklich alles vollkommen durcheinander. Aber irgendwie passt das und irgendwie finde ich das schön. Ja, und für Umme mit dabei gab es dann diese Tasche von Avatar. Yay! Ne? Also wir benutzen solche Taschen super gerne als Einkaufstaschen oder wir nehmen die halt hauspostmäßig. Also wenn ich dann von hier im Keller oder von hier zum Beispiel die Sachen vom Hall, die bringe ich ja auch durch die Wohnung, ne, benutze ich solche Taschen. Oder ich sammle da auch Sachen drin für die Tafel oder Sachen, also Essensprodukte, ne, oder ausrangiertes Make-up oder ausrangierte Pflege sammle ich auch immer in solchen Geschichten und dann... Ja, ne, geht das dann auch weiter und dann gebe ich auch die Tüten immer weiter. So, ein bisschen mehr habe ich dann noch bei DM gekauft und zwar Mama-Sachen und Babysachen. Einmal habe ich hier schon mal Babydent-Zahnung, weil gerade von Multimam gab es irgendwie einen Gutschein oder so. Ich habe jetzt Klebevieh und deswegen habe ich die jetzt schon mal bestellt. 15 Milliliter sind hier drin und so ein Zahnungsgel können wir nächstes Jahr definitiv gebrauchen. Ich weiß nicht, wann Julius anfangen wird zu zahnen, aber es wird kommen. Und ja, normalerweise so nach einem halben Jahr, ne? Also müsste das ja quasi im Mai anfangen. Und dann ist es einfach gut, wenn man sowas schon mal da hat. Ja, dann kommt jetzt der Winter und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wir haben den echt, also immer gut eingepackt und so, ne? Aber man denkt sich auch, kommen die Händchen. Und dann habe ich hier Handschuhe bestellt für 6,90 Euro oder reduziert, ich weiß es nicht, 3 bis 12 Monate. Aber wenn ich mir angucke, wie groß die sind, das sind so Fäustlinge, die sind so groß wie Julius' Kopf. Die kann er fast schon als Mütze aktuell tragen. Ja, es ist, glaube ich, eine Katze oder so, ne? Kommen wir mit klar, ne, dass es keine Hunde sind. Es sind halt einfach Handschuhe, die er jetzt sehr gut gebrauchen kann. Aber die sind einfach riesig. Ne? Und ich glaube auch in 2 Monaten, wenn er 3 Monate alt ist, werden die ihm viel zu groß sein. Naja, wir haben sie da. Besser haben als brauchen. Dann hat er die halt erst in einem Jahr oder so, die er dann anziehen kann. Dann in der Größe 62 von Alana habe ich dieses Oberteil mitgenommen. Wir haben halt super viele Pullis und hast du nicht gesehen. Aber es ist, wusste ich halt auch damals alles nicht, aber mittlerweile weiß ich es. Es ist ein sehr interessante Erfahrung, einem Kind etwas ständig über den Kopf an- und ausziehen zu dürfen. Gerade Pullis sind jetzt nicht so die Freunde von Babys und deswegen freut sich das Kind und auch Mama und Papa freuen sich alle über jedes Oberteil, jedes Produkt, jedes Kleidungsstück, was man mit Knöpfen aufmachen und wickeln kann. Dann etwas, was ich in rauen Mengen brauche. Ich bin undicht. Baby Love Mama, die Stillanlagen mit atmungsaktivem Wäscheschutz. 6x30 Stück, also 180 Stück sind hier drin. Weiß mit Fixierstreifen. Die kann man wohl mal machen, ne? Ich habe mir auch noch weitere Stillanlagen geholt. Bei Rossmann, die... Nee, bei DM oder Rossmann? Irgendwo. Bei Rossmann, doch. Aber die habe ich schon aufgebraucht. Da habe ich jetzt nur noch hier. Denn jetzt kommen wir zum Rossmann-Part, würde ich sagen. Ne? Ja, denn den DM-Part haben wir fertig. Denn die Rossmann-Stilleinlagen habe ich soweit aufgebraucht. Bis auf diese beiden. Mamas Baby Dream. Die haben auch nur so ein Klebefixier-Ding. Ist okay, kann man machen. Ne? Ja, und die wechsle ich halt natürlich. Ja, ähnlich wie Slip-Einlagen muss man die halt immer mal wieder wechseln. Ne? Sehr wichtige Teile. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich die auch wirklich so intensiv benötige. Muss ich wirklich gestehen. Ja, und jetzt bin ich froh, dass die, dass es sowas gibt. Ich habe mal irgendwann, als ich halt keine mehr hatte, ne, auch einfach eine Slip-Einlage genommen, die in der Mitte durchgeschnitten und verwendet. Aber die sind natürlich nicht so saugfähig. Und je nachdem, wie sehr das Kind dann schreit, und letzte Woche, wie gesagt, hat Julius sehr, sehr viel nach mir gerufen, reagiert mein Körper da entsprechend drauf. Und dann, das war witzig, als die Lieferung von Rossmann ankam, kam mein Freund auch vom Baumarkt um die Ecke und hatte dieses Ding in der Hand, aber halt von Thum Eigenmarke. Und ich hatte diese Zeitschaltuhr dann online bestellt. Herzlichen Glückwunsch, weil wir an dem Wochenende auch weihnachtlich dekorieren wollten. Und dann hatten wir einfach beide noch eine Zeitschaltuhr gekauft.
Fun Fact, wir haben beide noch nicht gebraucht. Ja, aber so Zeitschaltuhren, die kann man halt auch generell übers Jahr vielleicht auch mal verwenden. Und ja, wir haben jetzt auch einen neuen Raum befeuchtet. Da haben wir gedacht, naja, vielleicht kann man... Wobei, nee, Quatsch, da wollten wir nicht die Zeitschaltuhr dran anschließen, sondern die Alexa, ne? Nee, Zeitschaltuhr macht da auch gar keinen Sinn. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir die dann dran machen. Müssen wir mal gucken. Da war gerade ein Gehirnknoten bei mir am Start. So, dann habe ich mir noch eine Kerze mitgenommen, mitbestellt, die, glaube ich, auch gerade reduziert war, von Glade Honey and Chocolate. Ach, das riecht auch wirklich so gut, ne? Und ich habe wirklich relativ viele Duftkerzen, ne? Die ich auch gerne anhabe. Hier brennt auch gerade wieder eine. Da. Oh, ich mag es einfach gerne. Jetzt so in dieser kalten Jahreszeit habe ich gerne Kerzen an, einfach um diese Stimmung zu haben und auch tatsächlich um die Raumtemperatur ein bisschen ansteigen zu lassen. Da helfen Kerzen sehr bei. Wobei Kerzen auch echt teurer geworden sind. Ne? Aber das kann ich euch dufttechnisch echt ans Herz legen. Boah, wenn ihr Bock auf so warme Düfte habt, boah, die riecht richtig gut. Ja, dann habe ich hier Wäschenetze mitbestellt. Ja, das musste auch mal wieder sein, denn wir haben jetzt einfach auch einen höheren Bedarf an Wäschenetzen, weil wir jetzt auch deutlich kleinere Kleidung haben. Und wenn wir dann die Sachen in die Waschmaschine geben oder in den Trockner, ist es ganz schön, wenn du dann die kleinen Babysöckchen vielleicht in so einem Wäschenetz drin hast, ne? Dann verschwinden die nämlich nicht und werden nicht von dem großen schwarzen Loch in der Waschmaschine gefressen, wo gerne Socken drin verschwinden. Und das kommt gleich direkt mit in den Keller. Ja, freue ich mich. Ich dachte gerade, ich würde Stimmen hören. Manchmal habe ich das, ne? Aber es ist abends. Wir haben es 10 Uhr abends. Safe sind hier jetzt keine Stimmen. Na egal. Manchmal habe ich auch so ein Haschmich, ne? Dann habe ich auch tatsächlich bei Rossmann noch ein bisschen Babykleidung in der Ideenwelt mitgenommen. Das ist jetzt ein bisschen zu groß, 62, 68, ja, aber ich fand die süß. Das sind halt so Babybuddies, die waren, glaube ich, sogar reduziert, weil das halt eher so herbstlich ist. Egal, ne? Das ist ja nur der eine, wo hier Pilze drauf sind. Die anderen, die sind ja relativ zeitlos. Da hast du halt, ja gut, Fall in Love steht hier. Ist aber auch egal. Die, ja, sind dann für Julius auch... für in ein paar Monaten. Das wird noch ein kleines bisschen dauern. Aber ich fand das einfach schön. Komm. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, ich mag die. Mag ich gerne leiden. Finde ich hübsch. Und die kommen auch gleich direkt in die Wäsche. Das sind jetzt keine Wickelbuddies, muss ich gestehen. Aber es sind halt ja, schöne Bodies, die einfach in etwas helleren Farben sind oder generell etwas farbenfroher. Klar finde ich auch dieses Beige und das Weiß ganz hübsch, was wir auch super viel haben. Aber mein Freund und ich, wir sind wirklich eher so Fans auch von Farben, ne? Und die hast du hier tatsächlich auch, dieses schöne helle Grün, Apfelgrün. Ja, und etwas, was dann halt aktuell, habe ich das zweimal in der gleichen Größe? Nee, Quatsch. Da habe ich nochmal ein anderes Set mitgenommen, ich wollte schon sagen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das in zwei verschiedenen Größen mitgenommen. Habe ich offensichtlich nicht. Ich habe 62, 68 und da dann tatsächlich jetzt einfach nur nochmal andere Muster. Okay, da haben wir dann jetzt auch wieder so Bärchen und so weiter und so fort. Das wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Julius hat gerade seinen Wachstumsschub, dann wird er da reinpassen, ne? Ich denke so Januar, Februar. Hello Little Fox. Das finde ich süß, ne? Wobei das ist hier schon wieder sehr, sehr schlicht. Und dann haben wir hier noch das Gestreifte, was dem anderen Gestreiften zwar sehr ähnelt, aber das ist ja auch nicht schlimm, ne? Farben halt, ja. Wobei das andere ist noch etwas farbenfroher, finde ich. Ja, das kommt dann gleich auch in die Wäsche. Ja, Babysachen. Jetzt kannst du nämlich Babysachen kaufen, Claudinchen. Ne? Da freue ich mich so drüber. Dann habe ich aber auch ein bisschen was für mich gekauft zum Anziehen. Ja, ich laufe halt einfach aktuell in super chilligen Klamotten rum. Ne? Was soll ich jetzt irgendwelche verrückten Sachen anziehen? Wobei die Hose, die ich anhabe, das ist seit Monaten mal wieder eine echte Hose, die ich anhabe. Ist auch crazy. Eine Loungehose in der Größe M habe ich mir gekauft. Und ich würde sagen, die kann ich doch jetzt einfach mal anprobieren. Ne? Warum eigentlich nicht? So eine bequeme Hose, da kann ich jetzt eh eigentlich gerade sehr gut gebrauchen. Hat auch so Seitentaschen. Ja, die könnte ein bisschen länger sein. Und ja, ich trage gerade Grogu-Socken. Grüße geht raus an Marion. Die ist wirklich ein bisschen kurz, das merke ich auch gerade. Aber die ist von innen echt schön flauschig. Also ja, ich hätte mir die sehr wahrscheinlich in L besser bestellt von der Länge her. Von der Bündchengeschichte her ist die perfekt. Ne? Also da ist die wirklich passend. Naja, aber gut, ich habe sie jetzt und behalte sie jetzt.
So, dann frag nicht warum, aber ich habe irgendwie so einen Seifentick gehabt, als ich bestellt habe, und auch einen Deo-Tick offensichtlich. Da habe ich einmal die milde Seife von Isana Fühl dich gedrückt, limitierte Edition mitgenommen. Das ist diese hier. Ich hoffe nicht, dass es nach Alpaka riecht. Nö. Riecht jetzt nicht so mega geil. Aber auch jetzt nicht schlimm. Also ja, es ist cool, ne? Also kann man definitiv gut verwenden. Und dann habe ich mitgenommen, auch von Isana, die Secret Berries milde Seife. Fruchtiger Duft nach Beeren und zart duftenden Blüten. Und das, ja, aktuell habe ich eine Seife. Ich glaube, von Emilia habe ich die gekriegt. Die ist auch von Yves Rocher, aus dieser Secret Berries oder, nee, aus irgendeiner Beerenreihe auch. Und die riecht so geil. Und das hier riecht auch so gut. Nom, ja, und ich wasche mir aktuell auch super häufig die Hände, klar. Ich habe natürlich kein Sagrotan-Baby, aber ne, ab und an wäscht man sich schon die Hände. Wickeln, vorher, nachher sollte man das halt auch machen. Ne? Und ja, deswegen habe ich halt öfters Seife jetzt in Anwendung. Claudia versucht natürlich zu rechtfertigen, dass sie jetzt noch eine dritte Seife gekauft hat. Ja, Isana Scent of Harmony, verwöhnend aromatischer Duftcremeseife. Ja, das ist irgendwie so eine neue Reihe oder so. Ich weiß nicht, ist das eine LE oder ist das jetzt irgendwie neu bei denen eingezogen? Hat auch irgendwie so ein bisschen was von Rituals, finde ich. Ne? Erinnert so ein bisschen an Rituals of Ayurveda. Hat hier eine Lotusblume drauf, das erinnert an Klimbim, ne? Hier an Piolet. Ja, erinnert aber eher an Rituals tatsächlich. Und dann rieche ich mal. Ja, das riecht auch wie Rituals of Ayurveda. Das ist natürlich interessant. Also falls ihr da vielleicht mal nach einem Dupe suchen solltet. Jojo. Natürlich sieht das nicht so edel aus wie, ne, wie die Originalprodukte, aber ne? Ist natürlich cool. Mal gucken, wie langanhaltend der Duft ist. Und weil ich das von der Verpackung her so hübsch fand, habe ich mir gedacht, ja komm, so ein Creme-Peeling nimmst du dir auch noch aus der Edition mit. Und das sieht ja auch wirklich aus wie so gebürstetes Metall auf dem Deckel. Das ist natürlich hübsch, ne? Das ist schon edel. Und so teuer war das jetzt wirklich nicht. War natürlich auch nicht super günstig Isana preismäßig, aber es ging. Riechst du jetzt natürlich nicht viel draus, ne? Aber kann ich ja mal ausprobieren. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt limitiert ist. Genieße deinen ganz persönlichen Spa-Moment mit der Isana-Reihe. Mhm. Orangenöl und natürliche Peelingkörner. Ja, ist halt ein Körperpeeling, ne? Hallo. Ich wollte jetzt nicht ganz zugehen. Da muss man auch mal rabiater werden hier. Ja, und weil ich ja schon angeteasert habe, dass ich auch bei den Deos etwas eskaliert bin, da habe ich hier einmal Parfüm Deodorant Secret Moment. Sinnlich florales Dufterlebnis ohne Aluminium. Ich bin ganz froh drüber, muss ich gestehen, dass ich irgendwie aktuell auch gar nicht so schwitze, ne? Also nicht so nass schwitze und auch gar nicht so richtig stinkig unterwegs bin. Schon Deo brauche, ne? Also das merke ich auch, weil ansonsten habe ich schon so einen leichten Müffel, aber jetzt nicht so super intensiv. Und das hier ist, glaube ich, ja, weil hier sind auch so Vanille und Lavendel drauf abgebildet, oder was ist das? Lavendel und Orangenblüte ist das, so, guck mal. Und ein hauchzarter Vanille, weißt du Bescheid. Ja, keine weißen Rückstände, ohne Aluminium. Ja gut, wenn ich das jetzt sprühe, dann riecht das hier alle danach, ne? Egal, was soll der Falschgeist. Oh, das riecht gut. Ja, das riecht jetzt wirklich nicht so klassisch Deo-Gedönsen. Ja, dann habe ich mitgenommen von Fahr. Da musste ich mich ein bisschen zurückhalten, denn es gab so schöne Deos von Fahr und auch von Nivea. Die wollte ich alle haben. Da musste ich mich zurückhalten. Ja, habe dann eins von Fahr und eins von Nivea mitgenommen. Limited Edition, Hot Pool, 48 Stunden Deo, Winter Splashes, Frozen Raspberry Scent, winterlicher Beerenduft. Wir sind hier wieder bei der Beere, ne? Da bin ich ja scheinbar irgendwie jetzt aktuell auf so einem Trip. Ja, ich kann jetzt nicht alles sprühen, weil dann kann ich hier nachher nicht mehr atmen, ne? Egal. Oh, das riecht auch richtig angenehm. Ich finde, das riecht sogar noch ein bisschen besser als der Isana-Duft. Oh, das riecht wirklich angenehm. Ja, da brauchst du halt auch irgendwie dann kein Parfum mehr. Und Parfum sollte ich jetzt ja auch eher drauf verzichten, ne? So, und das
sprühe ich jetzt nicht. Winter Moment von Nivea habe ich hier. 48 Stunden Antitranspirant ohne Alkohol. Ja, das ist einmal dieses hier. Und das hat mich angesprochen. Das wird dann wahrscheinlich eher pudrig riechen. Und ja, jetzt kriege ich... Kennt ihr das, wenn ihr Deo gesprüht habt und dann schnürt sich so der Hals zu? Das habe ich jetzt gerade. Deswegen trinke ich mir jetzt einen Schluck. Das ist einfach Wasser. Und dann habe ich da so ein bisschen... was ist das? So dieses Konzentratgedönschen reingemacht. Himbeere, genau. Da machst du eigentlich Münsterländer Aperitif mit. Genau, deswegen hatten meine Mädels es nämlich auch damals hier gelassen. Ja, ist schon eine Weile hier, deswegen musste das so langsam mal aufgetrunken werden. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten. Und zwar habe ich hier von Domol den WC-Reiniger mitgenommen. Ne, das habe ich einfach, das brauchen wir ab und an einfach mal. Ist ja klar. Neuer Duft, na guck, entfernt Effektivablagerung, lang enthaltender frische Duft. Ja, ist einfach dann einfach mal ein bisschen frischer. Da brauche ich jetzt nicht dran riechen. Das habe ich nachgekauft, weil das ist das Waschmittel, was wir dann für Julius nehmen. Ja, einfach das Babywaschmittel. Ne? Also, ja, kann man dann einfach, das ist einfach, ja, Bioqualität zum Wohlfühlen. Frosch ist ja einfach so ein bisschen dieses, ich habe ein gutes Gewissen dabei, ne? Und, ja, bei Babys soll es ja auch irgendwie so spezielle Sachen nehmen. Und ich finde, dass wenn ich die Sachen von Julius dann damit wasche und dann riecht das alles so nach Baby. Crazy. Und dann habe ich noch ein Beispiel für uns mitgenommen, Frühlingsfrische Domol. Ja, ne, der war jetzt auch vegan, also das ist dann ja auch noch irgendwie gut. Rezeptur und nur Mikroplastik, wenn du es dann halt quasi aufgebraucht hast, dann machst du hier diesen Streifen los und machst dann quasi die Folie von außen weg, weil es ist irgendwie schwierig, ein Plastik zu recyceln, was bedruckt ist. Deswegen haben die das so gemacht, dass du es quasi so trennen kannst. Ja, und ja. Genau. So, dann weiter geht die Bilderreise. Habe ich noch was für mich mitgenommen, und zwar so ein Stilldrink oder sowas. Ein Stillsmoothie von Hip Mama. Ja, Pfirsich-Mango in Apfel mit Folsäure und Jod. Ich habe da einfach ab und an so ein Bedürfnis nach, weil ja, manchmal ist mir dann auch einfach mal schwindelig oder ich habe Bock auch einfach mal so was Gesundes zu trinken, zu mir zu nehmen. Ne? Deswegen habe ich mir das einfach mal gegönnt. Manchmal muss man sich auch selber mal was gönnen. Und dann habe ich noch mitgenommen hier so Süßigkeiten für unseren kleinen Mr. Bau. Ne? Das sind ja keine Süßigkeiten, aber so süße, saftige Salamis, reich an Rind. Ich finde die immer ganz hübsch von Winston. Das ist mit 90% Fleisch, ohne Getreidezusatz, ohne Zuckerzusatz. Nur da machst du eigentlich auch nichts verkehrt mit und das finde ich immer ganz gut. Und ja, Sammy soll ja nicht zu kurz kommen und deswegen kriegt er natürlich auch weiterhin noch ordentlich Leckerlis und Liebe. Und wenn ich stille, ist meistens Julius an der einen Seite und Sammy liegt dann irgendwie neben mir und möchte geschmust werden und so, ne? Dann gab es noch ein paar neue Masken und Augenpatches. Die mussten natürlich mit. Wer hätte das gedacht, ne? Da konnte ich nicht dran vorbei. Isana, Tuchmaske, Let It Snow, intensiv Feuchtigkeit spenden mit Granatapfelextrakt und Hyaluron. Die ist bedruckt und dann hast du ganz viele von diesen kleinen Möpsen mit Weihnachtshütchen auf deinem Gesicht. Ich finde, das ist vollkommen legitim, dass man sowas kauft, ne? Es ist so bekloppt, aber es ist so toll. Ja, ich mag sowas halt einfach, ne? Es ist, wie es ist. Dann habe ich hier noch so Augenpatches, hier, das ist intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron, Mandelöl und Kirschextrakt. Ja, mach da sowas drauf und Claudi will das unbedingt kaufen. Ist es bekloppt? Ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ja, und deswegen werde ich die mal machen und dann kann ich euch auf Instagram dann schneller was zu sagen und dann halt demnächst im Aufgebraucht-Video ein bisschen intensiver. Genau, die dazu passende Tuchmaske habe ich auch noch mitgenommen. Intensive Feuchtigkeit, bla bla bla, gleiches Gedönsen drin, ne? Die Verpackungen sind kleiner, was natürlich mülltechnisch total super ist. Muss ich mal kurz lobend erwähnen an dieser Stelle. Weil sonst hattest du viel größere Verpackungen. So nämlich, ne? Ich finde das gut. Dann habe ich hier Sweet Feeling Hydrogel-Augenpads beleben. Das sofort frische Effekt mit Orangen- und Himbeerextrakt. Natürlich wäre es noch besser, glaube ich, oder? Wenn man diese Pads in Pöttchen macht mit einer Mehrfachanwendung. Oder wenn du mehrere Pads in so ein Sachet reinpackst. Dann hast du halt nochmal mehr Müll gespart, ne? Aber gut, das müssen die Verpackungsdesigner und Markenmenschen selber entscheiden. Aber das fände ich persönlich noch cooler. Würde ich persönlich dann auch wirklich, wirklich hart feiern, ne? So, Beauty Capote ist natürlich... Oh Gott, ich habe hier noch ein Deo. Okay, komm, wir machen noch eben das Deo. Oh, ich habe dann tatsächlich noch ein weiteres Fahrdeo mit eingepackt.
Limited Edition Ice Jump, 48 Stunden. Winter Splashes mit Granatapfelduft. Ja. Oh, es ist schön, wenn man das selber schon wieder vergessen hat, dass man das mitgenommen hat. Ne? Ja, vier Dios, Claudi. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Nichts. Gar nichts. Eigentlich wirklich gar nichts. Habe ich einen gestiegenen Deo-Konsum? Nein, aber wenn die so süße Verpackung machen, dann musste das irgendwie drin sein. So, dann gab es noch Limited Editions, wo ich dann Pinsel draus bestellt habe, einfach weil ich gerne Pinsel mag. Frosty Poem ist hier eine Limited Edition von Riva Loves Me. Da habe ich den Puderpinsel mitgenommen. Ich meine, dass man den auch super als Foundation-Pinsel nehmen könnte und deswegen, ja, musste der mit. Ich finde die Pinsel von Riva Loves Me auch ehrlich gesagt toll. Ich habe hier noch einen anderen aus einer anderen... Ah, nee, das ist Riva de Loop. L.E. Also das können die wirklich gut. Und ich habe ja also von Riva Loves Me auch schon allerhand Pinsel. Und von Riva de Loop auch. Und deswegen durfte dieser Pinsel mit. Die L.E. an sich von den Produkten soll ja nicht so genial gewesen sein. Deswegen habe ich da jetzt eigentlich produkttechnisch nichts draus bestellt. Huch. Schön festgeklebt, deswegen habe ich es auch eben nicht rausgekriegt hier. Ne? Aber der Pinsel musste definitiv sein. Warum machen die so viel Kleber da dran? Das ist ja blöd, Leute. Vor allem, den kriegst du auch echt blöd ab. Oh, da sind so Schneeflocken drin und so Sternchen. Das ist ja hübsch. Hm. Aber das lässt mich nicht vergessen. Das ist wie Kaugummi. Warum? Au, Nee, bäh. Nicht i. Nicht au. Ja, das klebt hier immer noch. Hallo? Das ist ja uncool. Nee, das finde ich nicht gut. Bäh. So, hier haben wir einmal den Puderpinsel. Ne? Den man dann auch dementsprechend, ja bestimmt, ja, foundationmäßig auch verwenden könnte. Die sind halt nie super teuer. Aber die haben eine gute Quali, ne? Klar verlieren die ab und an mal Haare. Aber man ist dann auch nicht so traurig, wenn der Pinsel dann irgendwann mal uppe ist, weil der halt nicht so sackteuer war. Der ist wunderschön, deswegen wäre man wahrscheinlich traurig drum, ne? Seht ihr die Sternchen? Das ist so hübsch. Und das hier ist halt dieser klassische Pinsel. Was ist hier auf dem Tisch? Dieser klassische Pinsel von Riva de Loop aus den Limited Editions. Das ist jetzt ein Crush Brush, steht hier drauf. Und ich weiß gar nicht, aus welcher LE war das denn? Brilliant Crush, genau. Denn hier habe ich auch noch das Brightening Under Eye Setting Powder. Das zeige ich euch aber gleich. Zeige ich euch jetzt, weil ich kriege den Pinsel hier nicht raus. Auf jeden Fall habe ich hier von diesem Pinsel auch schon diverse andere, die wirklich ja, sehr gut sind. Und hier habe ich, wie gesagt, das Brightening Under Eye Powder. Setting Powder. Und das soll dann extra für die untere Augenpartie sein. Das finde ich persönlich ja ganz schön, weil ich auch loses Puder immer genau dafür verwende. Deswegen feiere ich das. Schade ist nur, dass das Design von der LE nicht auf der Verpackung mit drauf ist. Das ist wirklich schade. 5,5 Gramm habe ich hier drin. Ja, ist halt so ein Drehvieh und dann hast du da Löcher drin. Also nicht irgendwie ein Netz oder so, ne? Das finde ich schön. Doch farbtechnisch, ich glaube, das kann was werden mit uns beiden. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 von diesen, wobei das sind 2, 2 ist jetzt einfach, von den Kühlschrankboxen mitgenommen. Ja, denn ich hatte das gesehen, ich glaube bei El Hanelo, die hatte das gezeigt, ne? Dass die halt dann immer, wenn die so frühstücken möchte oder wenn sie zwischendurch was essen, nee, bei irgendwem habe ich das auf jeden Fall gesehen. Und dann holt sie sich immer eine Box raus und dann sind dann schon alle Sachen drin und so. Mega cool. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn wir dann unsere hier HelloFresh-Gerichte haben oder so, dass man dann einfach jedes Gericht dann in so eine Box packen kann, ne? Und dann kannst du die Box direkt so rausnehmen. Ich glaube, das kommt wirklich gut. Und das, ja, das fand ich ideentechnisch auch richtig geil. Also, ja. Und dann musste ich das halt nachmachen, weil ich das irgendwie schlau fand. Dann habe ich noch weitere Pinsel von Riva Loves Me mitgenommen. Und zwar ist das die Mistletoe Kiss LE Premium Pinsel Set. Ne? Da haben wir einfach vier Pinsel. Das ist ein Puderpinsel, ein Blushpinsel, ein Blendepinsel und ein Smudger. Die fand ich hübsch und deswegen musste die mit, die Pinselkollektion.
Ja, und dann habe ich hier noch etwas, das ist, da muss ich mir nachher mal Batterien für holen. Fünffache Vergrößerung und dann noch eine andere Vergrößerung auf der anderen Seite. Ich habe mir einen Spiegel mitgenommen. Denn ich habe zwar einen hier, den habe ich mal von Danny gekriegt, aber ich finde den nicht, also der ist mittlerweile schon ganz gut benutzt von mir, um das mal so zu sagen. Der ist nämlich hier irgendwie Mrs. Bella in Kooperation mit MAC. Genau. Und ja, jetzt habe ich mir einfach einen geholt, wo ich auch so ein bisschen Licht mit drin habe, weil jetzt wird es echt dunkler. Und da kann ich das deutlich besser gebrauchen, dann auch beleuchtet zu werden. Und ja, deswegen habe ich mir den auch mitgekauft. Und der hat 11,99 gekostet. Ich weiß nicht, ob der runtergesetzt war oder so, ne? War auf jeden Fall so, dass ich das gut fand, dass ich den da. Und ich finde, dass ich mich hier drin auch deutlich besser sehen kann. Ja. Deutlich. Ich habe einen Krümmel im Auge. Siehst du, deswegen tut das die ganze Zeit so weh. Ne? Musste sein. So, jetzt habe ich einmal DM fertig, einmal Rossmann fertig und jetzt kommen wir zu meiner Bestellung bei Essence. Da gab es die ein oder andere Limited Edition. Was bin ich denn bei Pinseln so ausgerastet? Keine Ahnung. Zuallererst habe ich zwei Sachen gratis bekommen. Das bekommst du halt, ich weiß nicht, ich glaube generell bei Essence oder wenn du ab einem gewissen Bestellwert bestellst. Da habe ich mir dann einmal ausgesucht in der Farbe 10 Light den Tinted Beauty Cream Moisturizing Hello Good Stuff Balm Gedönsen. Der wird aber, ne, natürlich weiter wandern, habe ich einfach nur dann bestellt. Hier bin ich mir nicht sicher. Ich finde den Nagellack sehr geil. In der Farbe Party Time von Essence. Ich glaube, den werde ich sogar versuchen zu kombinieren mit dem von Trend It Up, den ich euch eben gezeigt habe. Dann zieht euch den mal rein. Und den habe ich mir halt ausgesucht. Der war, wie gesagt, für Umme mit dabei. Ne? Ist sicherlich ganz bescheuert zum Abschminken, abmachen. Aber ich stehe auf so Glitzer und Gedönsen. Dann habe ich aus der Snow Much Love LE ein bisschen was bestellt. Ja, das ist einmal der Blush, den ich tatsächlich ganz hübsch finde. In der Farbe 01. Der ist auch relativ klein, aber ich finde, sieht gut aus. Den Highlighter habe ich nicht mehr auf der Homepage gekriegt. Den habe ich mir dann bei Douglas bestellt. Den seht ihr dann in einem anderen Haul, ne? Interessante Farbe. Aber wirklich schön. Also eine kühle Farbe passt halt richtig, richtig gut, ne? Dann noch so ein, also passt richtig gut zur kalten Jahreszeit. Ja, Snow Much Love Glitter Liquid Eyeliner. Ich glaube, also das ist ein Dip Eyeliner und ich glaube, dass man damit richtig tolle Highlights beim Augen-Make-up setzen kann. Das stelle ich mir so cool vor. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, oh, da habe ich ein bisschen Mascara abgestempelt, hier so einen Strich mitziehen würde oder hier auf mein bewegliches Lid das noch toppen würde. Ich glaube, das kommt ganz gut und das schimmert echt hübsch, sowohl in so Peach-Tönen als auch Gold, als auch, weiß ich nicht, du hast da alles mögliche an Farben mit drin. Finde ich cool. Dann habe ich auch aus der Snow Much Love Reihe mir den Liquid Lip Glow mitbestellt und das ist die Farbe Snowflake Wishes Glowy Kisses. Da bin ich ja auch mal gespannt drauf. Hat jetzt so keinen, oh krass, Megaduft. Oh krass, das auf den Lippen, ich weiß nicht, ob das aussieht. Ist ja eher zum Toppen wahrscheinlich. So richtig holographisch. Okay. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt ja so ein Pink drauf. Kann ich das so drüber machen? Ich glaube, da wird es, glaube ich, dann ganz gut kommen. Aber irgendwie. Doch ein bisschen sieht man, ne? Nicht so super viel. Ja. Weiß nicht, wie ich das finde. Bin da jetzt noch nicht so mega begeistert von, ne? Ja, muss man jetzt ein Tuch mal eben nehmen, weil das doch etwas klebrig ist. Oh mein Gott, ja, das glitzert sehr. Das glitzert wirklich sehr. Sehe ich auf den Lippen jetzt aber nicht so super krass, ne? Fühlt sich jetzt auch nicht so super bröckelig an. Okay, also bröckelig im Sinne von, ich habe da Glitzerstückchen drauf. Dann in der Cookies for Santa Limited Edition gab es einen Baked Highlighter. Baked with Love, den ich einfach hübsch fand und den ich mir anschauen wollte. Und er sieht viel dunkler aus als das, was ich jetzt hier gedacht hätte. Nee, warte, wenn ich den jetzt swatche. Oh, ist der wirklich eher gülden?
Hübsch, mag ich leiden. Es sind übrigens wirklich Stimmen draußen, weil da sind wirklich Menschen draußen. Dann auch aus der Cookies for Santa. Ich glaube, da habe ich ganz schön viel draus bestellt, ne? L.E., da hatte Frühlingsrolina gesagt, dass diese Abschminkpads sehr gut sein sollen. Make-up Remover Pads, die verwende ich aber jetzt nicht unbedingt zum Abschminken, sondern trage mir ja auch immer hier Dings auf, Masken. Und wenn ich Masken runternehme, verwende ich halt gerne solche Pads. Oder wenn ich morgens mir mein Gesicht wasche oder sowas, ne? Da finde ich die immer ganz, ganz angenehm. Und ja, gut. Okay. Ja, doch, ne? Sehen sehr witzig aus. Sehr, sehr flauschig sind die tatsächlich. Normalerweise darfst du bei solchen Pads dann keinen Weichspüler verwenden, wenn du die wäschst, weil die sonst ihre Fluffigkeit verlieren. Da sind 3 Stück drin. Jo. Ne? Müssen dann jetzt einfach mal gewaschen werden. Dann hat sie auch von diesen Socken geschwärmt. Crazy Socks. Comfy Cozy Cookie. Da stand jetzt keine Größe bei. Das soll halt Unisize sein, ne? Sowas finde ich ja immer schwierig. Das sind so richtige Kuschelsocken und sowas mag ich ja. Die kann ich... Sie sind rosa. Ja, sie fusseln jetzt natürlich ein bisschen. Achso, die haben keine Hacke. Deswegen ist ganz entspannt. Ich ziehe die jetzt mal über meine generellen Socken drüber, die ich jetzt gerade anhabe. Oh mein Gott, ja. Das ist hübsch. Das ist hübsch. Das mag ich leiden. Doch. Die lasse ich jetzt auch an. Also auf der Seite habe ich jetzt ja einen Socken. Ich lasse auf die andere auch noch. Ja, ja. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bei mir geht es manchmal auch ein bisschen chaotisch zu. Falls du Bock hast und mich noch nicht abonniert haben solltest, hol das gerne einmal nach. Ne? Kannst du unter diesem Video einfach machen. So. Dann habe ich auch noch aus der Cookies for Santa Limited Edition mir das Pinselset mitgenommen. Natürlich habe ich das mitgenommen, weil Pinsel sind hier eine ganz tolle Geschichte, offensichtlich für Claudinchen aktuell. Frag nicht. Es ist einfach wahrscheinlich jetzt rein zufällig alles gleichzeitig zusammengekommen. Bestimmt. Also ich habe auch noch hier so ein Pinselreinigungs-Ding mit dabei. Ja, das hier, das brauchst du eigentlich nicht. Es sei denn, du nimmst es halt für Foundation-Pinsel. Ich habe eigentlich eins von Luvia. So ein ne, Pad, was ich mir dann in mein Dings reinmache. Waschbecken. Aber ich glaube, das wird auch ganz cool sein. Na, weiß ich nicht. Also entweder wandert das weiter, dass ich das demnächst verlose, also in eins der Verlosungspakete reinpacke, oder ich benutze es halt selber. Muss ich mal überlegen. Und dann ist hier, wie gesagt, noch das Pinselset in dem Set drin gewesen. Also es ist quasi ein sechsteiliges Pinselset. Da haben wir einen Puderpinsel. Das hier ist ein Rougepinsel. Das ist ein Highlighterpinsel. Ein Blendepinsel, ein Smudgerpinsel und ein... Ja, ich verblende am unteren Wimpernkranz Sachen Pinsel. Und ich finde, dass auch Essence-Pinsel mittlerweile eine recht gute Qualität haben. Da kann man sich auch mittlerweile nicht mehr so beschweren. Ich hatte relativ anfangs auch welche, die waren echt furchtbar. Nach dem ersten Waschen sind die gefühlt auseinandergeflogen. Das macht dann natürlich keinen Spaß, ne? Jo, dann habe ich noch 2 Teile im Essence Online-Shop bestellt, die ich so noch gar nicht irgendwo mal gesehen hatte und wo ich einfach dachte, auch interessant. Das ist einmal hier die It's Glow or Never Watch Me Glow Honey Eyeshadow-Palette. Manchmal, ne, findet man dann im Online-Shop irgendwelche Sachen, wo man sich denkt, habe ich vorher noch nirgendwo gesehen. Jetzt mittlerweile habe ich die auch mal bei Douglas dann gesehen im Shop. Das ist eigentlich eine Warm-Toned-Palette. Da ist aber auch ein paar kühle Töne mit dabei. Und dann so ein Grün und Gelb. Interessante Palette, ne? Also recht zurückhaltend. Aber irgendwie glaube ich, dass viele da auch Bock drauf haben könnten. Auch da versuche ich jetzt mal so den ein oder anderen Look mit. Der Karton kann weg. Zack. Und dann habe ich hier noch eine 16 Hours Cover and Last Powder Foundation. Die wollte ich auch mal ausprobieren. Habe ich hier in der Farbe 08 Sand mir geholt. Warum? Warum habe ich mir die nicht heller geholt? Wobei, nee, das kann wohl was werden mit uns beiden, ne? Ja, und dann hast du hier einmal die Foundation drin. Ich bin ja eigentlich eher trocken. Aber ich wollte tatsächlich ja auch die von Trinette abholen, was ich offensichtlich vergessen habe, und die dann mal miteinander vergleichen. Und hier ist halt wirklich der Spiegel drin und dann hat man hier so ein Schwämmchen mit dabei. Muss man gucken, manche von diesen Puder Foundations kannst du halt besser mit diesem Schwämmchen auftragen. Die dann halt, wie gesagt, einmal gegen die von Trinette antesten, warum nicht. Ja, und das wären jetzt hier so die Einkäufe aus dem Drogeriesektor meinerseits gewesen.
alle, die ich mit irgendeinem Produkt vielleicht inspiriert haben sollte. Sorry fürs Anfixen. Aber irgendwie, ja, habt ihr jetzt mal gesehen, was jetzt wieder bei mir eingezogen ist. Bei den Beauty-Produkten seht ihr dann, was dann demnächst auch im Aufgebraucht-Video zu sehen sein wird oder sehen sein könnte. Bei den Schminki-Sachen, was ich dann vielleicht mal dem Schminki zeigen könnte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches letzte Drogerieprodukt oder welches Drogerieprodukt dein letzter Einkauf war. Welches Produkt aus der Drogerie zuletzt bei dir einziehen durfte? Irgendwie so. Und ja, genau. Vielleicht kann ich mich da auch nochmal inspirieren lassen, was ich dann beim nächsten Mal brauche. Und ja, jetzt räume ich hier mal ein bisschen auf. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben, kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne mal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!